Schneller, höher, weiter heißt es heuer wieder einmal in der blau-gelben Landeshauptstadt. Und damit hallo und herzlich willkommen aus dem Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten, wo sich nationale und internationale Stars der Leichtathletik wieder einmal die Klinke in die Hand geben und zeigen, was sie können. Mit Namen heißt das Ganze dann Lise Prokop Memorial. Zum 12. Mal findet es heuer statt. Bei mir begrüßen darf ich jetzt den Veranstalter des Lise Prokop Memorials, Gottfried Lammerhuber. Gottfried, was macht denn die 12. Ausgabe heuer zu einer ganz besonderen? Naja, ich traue mir zu sagen, wir sind so stark besetzt wie noch nie. Das letzte Jahr, wo es diese Jahresweltbestleistung von Alina Thalei gegeben hat, war für uns sehr, sehr positiv. Die Manager, die Athleten haben das registriert und daher sind wir heuer so gut besetzt, international gut besetzt wie noch nie zuvor. Gehen wir noch ein Stück genauer darauf ein, welche Bewerber im Speziellen sind denn so gut besetzt? Also neben den Sprints, die natürlich bei uns immer Highlight sind, weil wir eine sehr schnelle Bahn haben, vor allem Hürdensprint mit Beate Schrott und vielen Topstars, sind heuer der Weitsprung der Damen mit der Jahresweltbesten aus den USA und Ivona Dadic, beziehungsweise der Kugelstoß der Männer mit 3 Stoßern über 21,5 Meter, absolute Highlights, die es in der Form noch nicht gegeben hat. Inwieweit können die heimischen Stars denn heute im Kampf um den Sieg eingreifen? Sehr gut können sie eingreifen. Ivona Dadic kann hier ganz vorne mitspringen. Unsere Sprinter, Markus Fuchs, Alexandra Todt, sie hat letztes Jahr gewonnen, auch sie möchte ihren Sieg wiederholen. Wir sind dabei, die Österreicher messen sich mit den Stars und den einen oder anderen Sieg oder Stockerlplatz wird es geben. Beate Schrott ist heuer wieder mal mit dabei. Wie sehr freut Sie das persönlich als Veranstalter, dass sie hier auch eine Art Comeback wieder feiern kann? Ja, das freut mich sehr. Beate ist seit vielen, vielen Jahren unser großes Aushängeschild neben der Ivona, die dann dazugestoßen ist. Wir haben alle Höhen und Tiefen mit Beate miterlebt und freuen uns, dass sie fit ist, dass sie in Form ist und nach dem tollen Jahr 2018 jetzt ihre Saison beim Lise Prokop Meeting startet. Was dürfen wir uns denn heute bei Ivona Dadic freuen? Die startet im Weitsprung und angeblich hat sie richtig viel vor. Ja, sie hat einiges umgestellt. Sie hatte einen Weltklasse-Trainer mit Dwight Phillips, den Weitsprung-Olympiasieger, der sie seit einigen Monaten betreut. Und es wurde einiges, mir nicht ganz bekannt, aber es wurde einiges umgestellt. Und sie ist heiß auf diesen Wettkampf. Ihr Trainer oder ihr ganzes Trainerteam freut sich sehr. Und wir sind sehr gespannt, welche Weite sie in den St. Pöltener Sand setzen kann und wird. Wir sind auch heiß auf den Wettkampf. Jetzt geht's los mit dem 12. Lise Prokop Memorial mit den Höhepunkten. Viel Spaß. Und wir starten mit den Vorläufen über die 100 Meter bei Damen und Herren. Die Sprintbewerbe, schon traditionell ein äußerst gut besetzter Bewerb in St. Pölten. Bei den Damen heuer mit Andrea Purica, der dritten der Südamerika-Spiele, und mit der schnellsten Österreicherin über die 100, Alexandra Todt, die hier als Titelverteidigerin an den Start geht. Im ersten Vorlauf haben wir Todt auf Bahn 3 und die starke Russin Jennifer Akinimika auf Bahn 4. Das die beiden Favoritinnen. Und Todt erwischt einen super Start, deutlich den besten im Feld, kann sich auf den ersten Metern klar absetzen. Nur Akinimika auf Bahn 4 hält mit. Am Ende ist Todt in 11,64 eine Hundertstel schneller. Aber beide qualifizieren sich locker fürs Finale. Im zweiten Vorlauf haben wir auf Bahn 3 die große Favoritin auf den Sieg, Andrea Purica aus Venezuela, und auf Bahn 5 Magdalena Lindner vom ULV Krems, die erst vor wenigen Tagen das Limit für die U20-Europameisterschaft gelöst hat. Purica kommt da nicht gerade perfekt aus den Startlöchern. Klara Seidlova auf Bahn 4 ist vorne, aber Purica saugt sich heran und gewinnt am Ende klar in 11,39. Und Magdalena Lindner darf sich in 11,85 über eine neue persönliche Bestzeit freuen. Bei den Männern geht es dieses Jahr brasilianisch zu. Jorge Vides und Derek Silva sind bei den Olympischen Spielen in Rio Sechste mit der Staffel geworden und damit heuer die großen Stars in St. Pölten. Im ersten Vorlauf startet auf Bahn 2 der starke Tscheche Jan Wellebar, auf Bahn 3 der schnellste Österreicher über die 100, Markus Fuchs, und auf Bahn 4 einer der beiden Brasilianer, Jorge Vides, das die drei Favoriten. Und Markus Fuchs kommt super weg, schneller als Vides, nur der Tscheche Wellebar ist noch ein Stück besser. Aber Vides kommt, ja, es ist der erwartete Dreikampf um den Sieg und am Ende ist Wellebar in 10,36 der schnellste. Knapp vor Vides und Fuchs wird in 10,43 Dritter.
Im zweiten Vorlauf haben wir auf Bahn 3 den Vorjahressieger Zdeněk Stromšík aus Tschechien, auf Bahn 4 Derek Silva, der zweite Brasilianer, und auf Bahn 6 der Lokalmatador aus St. Pölten, Benjamin Grill. Und Stromšík auf Bahn 3 startet am besten. Nur Derek Silva kann da mithalten und der Brasilianer hält nicht nur mit. Er holt auf und zieht am Ende noch an Stromšík vorbei. 10:28 die Zeit für Silva, die schnellste in den Vorläufen. 10:38 die Zeit für Stromšík. Zu den Finalläufen über die 100 ein wenig später. Wir kommen jetzt zu einem der ganz großen Höhepunkte, nämlich zum Heimauftritt von Ivona Dadic. Die Vize-Weltmeisterin im Fünfkampf hat in St. Pölten im Weitsprung genannt. Für sie ist es, wie für alle, die erste Formüberprüfung auf dem Weg zur WM in Doha Ende September. Und sie ist die große Favoritin, Chantelle Malone von den britischen Jungferninseln. Sie ist heuer schon 6,90 Meter gesprungen, das ist immerhin Weltjahresbestleistung. Also auch sie ein echter Superstar beim heurigen Prokop Memorial. Apropos Superstar, wir sind wieder bei Ivona Dadic, für die es leider nicht ganz nach Wunsch läuft. Sie startet gleich mit zwei Fehlversuchen. Dieser hier ist immerhin gültig, aber bei 5,94 Metern gibt's schon noch Luft nach oben. Der Sprung wird sofort analysiert mit Trainer Philipp Unfried und mit ihrem neuen Weitsprung-Coach Dwight Phillips, seines Zeichens Weitsprung-Olympiasieger von Athen 2004. Dann schauen wir gleich, ob die Analyse geholfen hat. Letzter Versuch von Ivona Dadic. Noch einmal bittet sie ihre Fans in St. Pölten um Unterstützung. Und dann kann's losgehen. Aber das haben Sie in der Einstellung schon erkennen können. Da hat Ivona Dadic klar übertreten. Es bleibt bei 5,94 Metern nicht das, was sie kann. Deshalb ist der Ärger auch da. Heimmeeting in St. Pölten, immer was Besonderes. Wie fällt denn die Bilanz aus? Ja, es war technisch bin ich viel weiter als letztes Jahr. Ich habe diese Saison Trainer gewechselt. Das heißt, ich habe meine Lauftechnik und meine Sprungtechnik komplett eigentlich umgeändert. Für das bin ich sehr zufrieden. Also die Technik habe ich heute relativ gut umsetzen können und nicht ganz, was wir wollen. Die Weite ist für den ersten Wettkampf ganz okay, nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber für das, dass ich heute eben alles umgestellt habe, muss ich mir zufrieden geben. Was fehlt denn noch konkret? Also was sicher noch fehlt, ist, dass ich einfach frischer werde. Aber wir haben ja das große Ereignis erst im Oktober. Das heißt, ich darf nicht zu bald in Form kommen. Und bei der Technik heute hat mir einfach die letzten 5 Schritte haben ein bisschen gefehlt, dass ich einfach das Tempo gut mitnehmen kann. Und an dem werden wir jetzt einfach in den nächsten Wochen arbeiten. Ich habe nächste Woche schon wieder einen Weitsprung-Wettkampf und hoffentlich kann ich es dort schon besser umsetzen. Was läuft denn mit Dwight Phillips anders als vorher? Eigentlich ziemlich viel. Also er hat gesagt, meine große Stärke ist, dass ich eigentlich sehr schnell laufen kann. Ich muss es auf die Bahn bringen und das Tempo im Sprung mitnehmen. Und dann könnte Weitsprung eine ganz große Stärke von mir werden. Und was ich so gesehen habe, kommt der Spaß nicht zu kurz mit ihm, oder? Nein, der Zweite ist wirklich voll cool und lässig drauf. Also er ist echt ein cooler Trainer. Ich bin wirklich froh, ihn in meinem Team zu haben. Selber ein Weltklasse-Athlet gewesen. Ja, wenn es mir er nicht lernen kann, dann weiß ich es auch nicht. Ich genieße es, der Trainer einer solchen Top-Athletin zu sein. Sie ist extrem zielstrebig, hat eine großartige Einstellung und den Willen, die Beste zu sein. Ich denke, sie hat Riesenpotenzial und ich freue mich, mit ihr auf die WM und die Olympischen Spiele hinzuarbeiten. What do you think is possible for her? Was denken Sie ist möglich für sie? Ich setze meinen Athleten keine Grenzen. Wenn sie das Ziel haben, Medaillen zu gewinnen, will ich sie in die Position bringen, genau das zu tun. Sie könnte eine echte Weltklasse-Weitspringerin sein, aber genauso traue ich ihr zu, die beste Siebenkämpferin der Welt zu werden. Sie hat dieses Kaliber als Sportlerin und ich bin froh, dass ich sie unterstützen kann. Wie schauen denn die nächsten Wochen bei Ihnen aus? Ja, der Zweite ist jetzt bis Montag hier und wir trainieren jetzt dann einfach bis Ratingen eigentlich nur relativ viel. Wir werden dann nach Ratingen eine kurze Woche Pause machen und werden dann voll die Vorbereitung für die WM angehen. Ist die WM schon was, was Sie im Hinterkopf haben oder ist die gedanklich noch zu weit weg? Nein, sie ist schon im Hinterkopf. Also es geht auch, die ganze Vorbereitung ist auf die WM ausgerichtet mit dem Zwischenstopp in Ratingen, wo ich einen guten Mehrkampf machen möchte und auch glaube, dass ich dort einen guten Mehrkampf machen kann. Ja, aber der Kopf ist schon bei der WM, natürlich mit dem Zwischenstopp in Ratingen, aber das große Ziel ist ja die WM und genau auf das läuft unsere Vorbereitung hin.
In St. Pölten muss Ivona Dadic zwei Konkurrentinnen den Vortritt lassen. Zum einen dieser Dame hier. Die Slowenin Neja Filipic landet mit 6,6 Metern auf Platz 2. Nur eine ist noch stärker und das ist Chantelle Malone. 6,27 Meter bringen ihr den wie erwartet überlegenen Sieg beim Lise Prokop Memorial. Hier noch einmal die Top 3 im Weitsprung der Damen. Chantelle Malone, Neja Filipic und Ivona Dadic. Wir kommen zu den 400 Metern der Männer. Und da achten wir in der Zielkurve vor allem auf den Mann in dunkelblau ganz links. Dominik Hufnagel, der kämpft um das Limit für die U23-Europameisterschaft. Der Sieg ist, wie erwartet, eine klare Angelegenheit für Johannes Trefz. Der deutsche Meister gewinnt in 46,47 vor dem Kroaten Matteo Rucic. Und auf Platz 3 Dominik Hufnagel, die Zeit 47,69. Und die reicht für das EM-Limit. Gratulation an den Mann vom SV Schwechat. Von der Laufbahn in den Wurfkreis. Das Lise Prokop Memorial hat heuer einen der bestbesetzten Kugelstoßbewerbe zu bieten, die es in Österreich je gegeben hat. Ganz oben auf der Liste steht Konrad Bukowiecki. Der amtierende Vize-Europameister aus Polen bestätigt seine Favoritenrolle eindrucksvoll. 21,70 Meter gleich im ersten Versuch bedeuten die klare Führung. Da kommt die Konkurrenz nicht mit, und zwar deutlich nicht. Der Kroate Stipe Sunic stößt die Kugel fast 3 Meter kürzer. 18,90 Meter bedeuten am Ende Rang 3. Er kommt Bukowiecki noch am nächsten. Der Bosnier Mesut Pecer erreicht immerhin 20,68 Meter. Das ist ganz klar Platz 2. An ihn kommt in St. Pölten aber keiner heran. Konrad Bukowiecki gewinnt das Kugelstoßen überlegen. 21,70 Meter aus dem ersten Versuch bleiben stehen. Und die können sich auch mehr als sehen lassen. Gratulation an den Polen zum Sieg in St. Pölten. Bukowiecki triumphiert vor Mesut Pecer und Stipe Sunic. Ja, das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gehabt. So ein Kugelstoß-Teilnehmerfeld. Starke Kerle. Und jetzt machen wir uns bereit für die Entscheidung über die 100 Meter. Zunächst bei den Damen. Auf Bahn 1 Magdalena Lindner, auf Bahn 2 Vorjahressiegerin Alexandra Todt, Bahn 3 die große Favoritin Andrea Purica, Bahn 4 die Tschechin Seidlova, Bahn 5 die Russin Akinimika und Bahn 6 Leonie Springer. Seidlova erwischt erneut den besten Start, aber Purica kann relativ schnell kontern. Auch Alexandra Todt hält gut mit, liegt knapp dahinter auf Platz 3. Purica ist vorne und Purica gewinnt das Rennen in starken 11,26. Dahinter ist es extrem knapp. Todt, Akinimika und Seidlova, alle drei kommen in 11,63 ins Ziel. Pech für Alexandra Todt, sie wird im Fotofinish Vierte. Der Sieg geht an Andrea Purica aus Venezuela. Ich bin sehr glücklich, weil ich zum ersten Mal hier bin. Ich freue mich über das Resultat. Ich habe hart dafür gearbeitet. Alexandra Todt ist wie zufrieden mit ihrer Leistung in St. Pölten? Ja, nicht zufrieden wie letztes Jahr. Es ist in Ordnung. Es war erst das dritte Rennen in der Saison. Also ich hoffe, da kommt noch was. Letztes Jahr war ja unglaublich. Eigentlich fast nicht zu toppen, oder? Ja, das stimmt auch. Also letztes Jahr mit dem EM-Limit ist schwer zu toppen. Da will man natürlich viel dann im nächsten Jahr, aber dass es das Jahr wahrscheinlich nicht die Zeit wird, das habe ich schon vor August. Was konkret hat heute gefehlt? Das war ja unglaublich knapp. Einerseits mal 10 Grad, also ich bin eindeutig keine Warmwettersprinterin und einfach noch die Form. Es war erst das dritte Rennen, wir sind noch voll im Training. Deshalb muss ich mich damit zufrieden geben, dass ich gelaufen bin. Das heißt, Schwamm drüber über das Rennen, alles gut in Sachen Formaufbau auch schon? Es war schon besser als die letzten Rennen, also Schwamm drüber würde ich nicht sagen, aber es muss eindeutig noch besser werden. Wie schauen denn die Saisonziele heuer aus bei Ihnen? Ja, als nächstes starte ich jetzt bei ein paar internationalen Meetings. Ich hoffe, dass sich dadurch meine Zeit immer weiter verbessert und dann kommt die Universiade in Neapel. Da hoffe ich natürlich, dass ich auch eine gute Leistung bringen kann und hoffentlich vielleicht irgendwie das WM-Limit rausschaut. Noch spannender die Ausgangslage bei den Männern. Von Bahn 1 Jorge Wiedes bis Bahn 5 Zdenek Stromschik kann jeder das Rennen gewinnen. Dazwischen auf Bahn 2 Jan Wellebar, auf Bahn 3 Derek Silva und auf Bahn 4 Markus Fuchs.
Jan Wellebor kommt extrem gut weg, aber auch Markus Fuchs mit einem klasse Start. Fuchs ist vorne, hat die Chance, das Rennen zu gewinnen. Aber auf den letzten Metern wird er noch abgefangen. Eine Hundertstelentscheidung im Kampf um den Sieg. Am Ende hat Derek Silver die Nase vorne. Der Brasilianer triumphiert in 10,28, 200stel vor Zdeněk Stromschik. Dritter Jan Wellebar und auf Platz 4 Markus Fuchs. Sehr, sehr stark, nur 400stel fehlen auf den Sieg. Und mit 10,32 hat er ab heute eine neue persönliche Bestleistung. Ja, ich könnte mir vorstellen, bei mir steht ein überglücklicher Markus Fuchs. Habe ich recht? Ich bin auf jeden Fall überglücklich, genau wie Sie sagen. Der Lauf heute hat richtig gut hingehaut. Endlich so, wie ich es im Training immer geschafft habe. Und jetzt kann die Saison endlich richtig schnell losgehen. War es der 100%ig perfekte Lauf? Nein, zum 100%igen fehlt mir sicher noch ein bisschen die Form. Ich bin jetzt gerade erst so richtig am Anschärfen. In den nächsten Wochen geht das dann schon in noch ein bisschen schnellere Zeiten über, hoffe ich. Bis kurz vor Schluss hat es sogar so ausgesehen, als könnten Sie das Rennen gewinnen. Ja, ich denke, ich hätte das Rennen heute sicher auch gewinnen können. Leider hat es mir dann auf die letzten 10 Meter hat mich ein bisschen die Kraft verlassen. Aber so früh in der Saison schon mal so schnell einzusteigen, ist für mich natürlich ein absoluter Traum. Ist es genau der Auftakt in der Saison, den Sie sich gewünscht haben? Ja, ich muss sagen, auch vom Gefühl her habe ich mir das so ähnlich vorgestellt. Jetzt habe ich es endlich mal auch richtig umsetzen können. Und da werden heuer noch schnelle Zeiten folgen. Was steht denn jetzt als nächstes auf dem Programm? Wie schauen die nächsten Wochen aus? Ich werde die nächsten Wochen international in Deutschland rennen, danach ein Rennen in der Schweiz und mich dann langsam von Woche zu Woche vorantasten und dann werden wir sehen, wo das Ganze hinführt. In kaum einem anderen Bewerb in St. Pölten ist die Favoritenrolle so klar verteilt wie im Speerwurf der Damen. Österreichs Nummer 1 Viktoria Hudson hat eine Bestleistung von 59,98 Meter stehen. Die 60 sollen demnächst fallen, vielleicht ja beim Prokop Memorial. Hudson beginnt sehr konstant. Die ersten Würfe landen allesamt im Bereich von 55 Metern. Damit setzt sich die Dame vom SV Schwächert gleich mal an die Spitze. Gut, hinausgegangen hier. Und dort bleibt sie auch. So viel kann man vorwegnehmen. Die Konkurrentinnen kommen da nicht mit. Die Tschechin Martina Pisova wird mit 49,27 Metern am Ende Dritte. Die einzige, die es neben Hudson über die 50-Meter-Hürde schafft, ist Lucia Cvitanovic. Die Kroatin landet mit 50,46 Metern auf Platz 2. Ihr ist der Sieg in St. Pölten aber nicht zu nehmen. Viktoria Hudson hat schon gewonnen, will aber noch einen weiteren starken Versuch nachlegen und das gelingt. 58,07 Meter sind zwar keine Bestleistung, aber eine mehr als respektable Weite, die locker zum Sieg reicht. Viktoria Hudson, Siegerin im Speerwurf in St. Pölten. Viktoria Hudson, hat der Speer heute immer das gemacht, was Sie wollten? Der Speer macht leider sehr oft nicht das, was ich will. Technisch habe ich auf jeden Fall noch ziemlich viel, das ich aufarbeiten muss und verbessern muss, aber es geht schon auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja. Dass es zum Sieg reichen wird, war von vornherein klar oder doch auch zufrieden mit der Leistung, die Sie gebracht haben? Die Weite, die jetzt am Papier steht, mit den 58, bin ich eigentlich zufrieden. Muss man sein, es ist nur kurz, also knapp unter Bestleistung. Dass ich gewinne, ich meine, ich war auf der Meldeliste relativ weit vorne und habe halt natürlich schon gehofft, dass ich gewinne. Also, ja. Wie schaut es denn mit den nächsten Zielen aus? Was steht auf dem Programm in den nächsten Wochen und Monaten? Am Samstag sind die Hallischen Werfertage, also da fahren wir hin mit meinen Trainingskolleginnen in Deutschland und da hoffe ich natürlich auch auf eine gute Platzierung. Da sollen 10 60-Meter-Werferinnen am Start sein, also das wird schon eine ziemliche Konkurrenz und eine Herausforderung, aber ich hoffe, dass ich dort ganz gut werfe und sonst habe ich einige andere kleine Meetings noch, auch also in Österreich und im Ausland und natürlich ist die WM das ultimative Ziel. Wie stehen denn die Chancen, dass es bei der WM dann klappt? Das Limit ist 61,50. Meine Bestleistung ist 59,98. Die habe ich im März aufgestellt. Ja, körperlich bin ich sehr gut drauf. Technisch weiß ich, dass ich noch sehr viel aufholen muss eigentlich. Und dadurch glaube ich eigentlich, dass ich es schaffen könnte. Es muss natürlich passen, es muss technisch zusammenpassen. Ich muss einmal die Spitze ein bisschen in den Griff bekommen. Und dann bin ich schon sehr zuversichtlich. Wir kommen zum nächsten großen Höhepunkt beim diesjährigen Lise Prokop Memorial. Beate Schrott feiert vor heimischer Kulisse ihr Saisondebüt. In der Hallensaison hat sie passen müssen, war immer wieder angeschlagen.
Jetzt ist sie wieder fit und bereit für eine Topzeit in St. Pölten. Schrotz auf Bahn 3 und direkt neben ihr auf Bahn 4 die Favoritin in diesem Lauf, Ivana Lončarek. Schrott kommt nicht optimal aus den Startlöchern, dafür sind die ersten drei Hürden umso stärker. Schrott ist vorne dabei, aber jetzt kommt Lončarek mit starken 3-4 Hürden, zieht die Kroatin vorbei und gewinnt den Lauf in 13:26 unmittelbar vor Beate Schrott. 13:33, eine mehr als solide Zeit für die Lokalmatadorin. Das Ticket fürs Finale ist damit gebucht. Im zweiten Vorlauf haben wir die große Favoritin am Start. Auf Bahn 3, die US-Amerikanerin Amber Hughes. Sie hat eine Zeit unter 13 Sekunden absolut in den Beinen. Und nicht zu vergessen, auch auf Bahn 5, Karin Stramez von der Sportunion Leibniz. Der Start klappt und Sie sehen es, von der ersten Hürde weg zieht Amber Hughes davon. Nach der vierten hat sie schon einige Meter Vorsprung. Technisch und athletisch ist das eine andere Welt. Der Sieg ist klar und die Zeit bärenstark. 12:74, überragend von Hughes. Karin Stramez wird mit 13:70 Dritte. Bevor es mit dem Finale über die Hürden weitergeht, steht noch eine andere spannende Entscheidung auf dem Programm. Im Hochsprung gab es aus rot-weiß-roter Sicht lange Zeit relativ wenig zu berichten. Jetzt haben wir wieder einige junge Talente. Eines von ihnen ist Ben Henkes vom ULC Riverside Mödling. Sein großes Ziel ist das Limit für die U20-Europameisterschaft. 2,12 Meter müsste er dafür springen. Er ist ein weiteres Nachwuchstalent. Lionel Strasser, 17 Jahre alt, vom ATSV Auerstal, hat 2,06 Meter als Bestleistung stehen. In St. Pölten überspringt er immerhin die 2 Meter und wird damit Neunter. Ebenfalls auf 2 Meter kommt Andreas Steinmetz vom SV Schwechat, bedeutet für ihn am Ende Rang 7. Über den Titel Bester Österreicher darf sich Ben Henkes freuen. Mit 2,05 Metern verpasst er zwar das erhoffte EM-Limit, die Saison ist aber noch jung. Wie zufrieden sind Sie denn mit Ihrem ersten Auftritt beim Lise Prokop Memorial? Ja, es ist okay. Also ich steigere mich jetzt immer weiter. Das ist ein gutes Zeichen. Sicher jetzt Richtung U20 EM fehlt noch was. Und da muss ich jetzt wirklich ein bisschen anzahlen, aber ich bin guter Dinge, dass es geht. Ich werde auch technisch immer besser, habe auch trainiere immer besser. Also ich glaube, dass ich bin guter Dinge, sagen wir so. Schade, dass es mit der Bestleistung heute knapp nicht geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. Ich will auch mehr als meine Bestleistung auf jeden Fall. Also, ja, aber wie gesagt, ich steigere mich immer mehr, also ich bin guter Dinge. Welche Kleinigkeiten gilt es denn noch zu verbessern? Ja, bei mir sind es eher nicht die Kleinigkeiten, sondern eher die fundamentalen Sachen noch. Also auf jeden Fall noch am Ende vom kurzen Absprung ist noch sehr viel drinnen. Und einfach generell auch körperlich muss ich einfach noch besser werden, stärker werden. Also da gibt es noch viel zu verbessern. Viele kennen die Geschichte schon, wie sie zum Hochsprung gekommen sind, aber noch nicht alle. In ein paar kurzen Worten erklärt, wie ist Ben Henkes zum Hochsprung gekommen? Über die Schule, über meinen Sportlehrer. Sehr zufällig sind wir einfach gesprungen in der Schule. Ich bin auch schon ein paar Jahre davor relativ gut gesprungen. Und dann, ja, dann sind es 1,96 gewesen in der Schule. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt probiere ich es einfach mal. Und habe mit der Inge Babakova einen Wettkampf gemacht, eigentlich nur für das Staatsmeisterschaftslimit. Habe dann aber 2 Meter geschafft, was zur EM gereicht hat. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich es jetzt weitermachen. Und das war wirklich eine super Entscheidung. Also ich habe so viel Spaß und es taugt mir wirklich voll, einfach voll. Und ich bin echt froh, dass ich die Entscheidung gemacht habe, dass ich da zum Hochsprung wechsle. Was sind denn die nächsten Ziele jetzt? Ja, auf jeden Fall die U20 eben, da will ich hin. 2,12 wären das Limit. Und ich bin auch gute Dinge, dass es hinhaut, aber jetzt muss ich einfach konzentriert bleiben, noch weiter hart arbeiten und dann wird das passen für das Jahr. Der Sieg im Hochsprung geht an Marek Banik. Der Tscheche überspringt 2,12 Meter und muss sich erst bei den 2,15 geschlagen geben. Und damit jetzt ab zur letzten Entscheidung des Tages. 100 Meter Hürdenfinale der Damen. Auf Bahn 3 die Dame, die es zu schlagen gilt, die schnellste aus dem Vorlauf Amber Hughes. Direkt daneben auf Bahn 4 Beate Schrott und auf Bahn 5 die Kroatin Lončarek. Hughes wieder mit dem besten Start, aber was ist mit Beate Schrott? Sie gibt schon nach der ersten Hürde auf. Warum, klären wir gleich. Das Rennen wird zum Alleingang von Amber Hughes, aber was sagt die Zeit? Sie sagt 12:75, nur eine Hundertstel langsamer als im Vorlauf, ergibt in Summe den klaren Sieg für die US-Amerikanerin in St. Pölten. Für Beate Schrott hat das Finale leider nur eine Hürde lang gedauert. 400 Meter Finale. Leider nicht jetzt die gekommen, Beate Schrott.
Ich habe im Vorfeld von dem Wettkampf Probleme, also Schmerzen in der Wade gehabt, Probleme mit der Wade und war mir gar nicht sicher, ob ich rennen kann. Und überraschenderweise hat es dann funktioniert. Ich habe rennen können, noch dazu sehr gut. Und ich habe es dann aber nach dem Vorlauf die Wade mehr gespürt und das war jetzt quasi einfach aus Sicherheit, dass ich das Finale nicht mehr weitergerannt bin. Sie haben gesagt, besser gelaufen als erwartet, denn der erste Lauf war sehr, sehr gut. Ja, der erste Lauf war gut. Ich muss ehrlich sagen, die Saison ist ein bisschen verhext für mich. Ich habe viele Schmerzen im Körper, gesundheitliche Probleme gehabt und dementsprechend nicht so trainieren können, wie ich wollte. Und dass das heute so gut gerannt ist, ist eigentlich echt eine schöne Überraschung für mich und ich freue mich total. Also war sehr positiv für mich heute. Was konkret waren die Probleme bisher in der Saison? Also ich habe wirklich Schmerzen in der Hüfte, in der Wade, im Beinbeuger. Ich habe die Grippe gehabt, also einfach eins nach dem anderen. Und ich habe heuer nicht geschafft, dass ich einmal einen Monat durchtrainiere. Und das ist halt schwierig für die Vorbereitung. Jetzt habe ich überhaupt nicht gewusst, wo ich stehe. Und auch nicht, ob ich rennen kann. Also dementsprechend ist heute echt gut gelaufen. Haben Sie die Angst, dass jetzt mit dem Oberschenkel oder dass irgendwas Gröberes ist oder was nur oder mit der Wade oder nur eine Kleinigkeit? Nein, ich habe mich definitiv nicht verletzt, aber diese kleinen Schmerzen, mit denen ich die ganze Saison schon zu kämpfen habe, die sind halt heute leider auch da. So verhext es der Hürdensprinterin Beate Schrott zeitweise geht, so gut geht es, glaube ich, wenn ich fragen darf, ich hoffe, ich darf fragen, der baldigen Ehefrau Beate Schrott. Ja, der baldigen Ehefrau Beate Zähler. Nein, also privat läuft es wirklich gut. Also ich habe endlich mein Studium abgeschlossen, bin verlobt, also es läuft alles super. Ja, wenn der Körper noch mitspielen würde, dann wäre es perfekt. Darf ich fragen, wie der Heiratsantrag war? Es hat sogar mit dem Sport zu tun. Also der Christian hat auf einen schlechten Tag gewartet und an jenem Tag ist eben das erste Mal das mit der Wade aufgedreht und ich war sehr frustriert. Und also wie gesagt, er hat auf einen schlechten Tag gewartet und dann haben wir das noch ausgesprochen und dann hat er mich am Strand, ist er mit mir am Strand gefahren und dort hat er dann den Antrag gemacht. Und dann war die Wade vergessen, oder? Die Wade war vergessen und er wollte mir quasi durch diesen Antrag zeigen, dass er quasi ja, durch dick und dünn mit mir geht und er wollte halt nicht auf einen perfekten Tag warten, weil er sagt, das ist einfach, an einem perfekten Tag einen Antrag zu machen, aber er wollte halt sehen, dass er halt voll committed ist und ja, mit mir durch dick und dünn geht. Wann wird denn geheiratet? Nächstes Jahr nach den Olympischen Spielen wird geheiratet. Er hat gesagt, er braucht dann noch einen freien Kopf, weil er ist ja Titelverteidiger und danach können wir dann gescheit feiern, hoffentlich. Und so richtig mit allem drum und dran, wie man sich's vorstellt? Ja, mit allem drum und dran, wie man sich's vorstellt, genau. Ja, wir werden in Florida heiraten, haben schon eine Location, haben schon ein Datum, also und jetzt müssen wir langsam mit dem Planen anfangen vom Rest. Der Preis für das schönste Interview des Tages geht definitiv an Beate Schrott. Das schönste Siegerfoto holt sich Amber Hughes ab. Ich bin ziemlich zufrieden. Ich habe bei der Diamond League in Doha vor 2 Wochen nicht mein bestes Rennen gezeigt. Ich musste einige Dinge korrigieren. Hier hat es wieder super funktioniert und darauf bin ich stolz. And I think the time is more than okay. Und die Zeit ist mehr als okay. Ja, die ist wirklich gut. Mit solchen Zeiten ist es viel leichter, zu großen Meetings eingeladen zu werden. Ich freue mich jetzt, noch härter zu arbeiten und meine Zeiten weiter zu verbessern. Das ist es, das letzte Siegerbild beim diesjährigen Lise Prokop Memorial. Amber Hughes gewinnt den Hürdensprint in starken 12,75 vor der Slowenin Prezel und der Kroatin Lončarek. Bestzeiten, Rekorde, Emotionen, das war es, das Lise Prokop Memorial in St. Pölten. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Bis zum nächsten Mal.